Grüß euch und hallo zusammen. Wir haben noch mal Bauarbeiten vor. Da habe ich ja hier mein Silo 1 mit einem kleinen Rest von dem Gülleseparat. Und wir haben uns jetzt entschlossen, wir möchten jetzt vor dem zweiten Schnitt hier noch eine neue Dammkrone draufsetzen, weil man auf der alten Krone einfach schlecht gehen kann, weil die zu schmal ist, weil sie vorne hoch ist und hinten ist sie tief. Und die Geschichte gefällt uns da auch nicht. Also alles, soll man sagen, sanierungsbedürftig. Und jetzt haben wir das gestern schon sauber gemacht, haben es abgewaschen. Und jetzt werden wir da mal Schallung bauen und Baueisen, Löcher bohren für Baueisen. Und dann werden wir da eine neue Krone drauf betonieren. Auf der Mauer, auf der Lauer. Sitzt da Zube und bohrt Löcher. Thomas bohrt jetzt da in die Wand Löcher rein und da werden wir Baustahlstangeln reinstecken, sodass wir dann eine Verbindung haben zwischen der alten Wand und der neuen Dammkrone, dass uns die nicht runterfällt. Ja gut, ich ziehe mir jetzt einmal lange Hosen hoch und schwarz das Eisen. Ja, weil mit denen hier haben wir ein Problem, dass da ein Holz ist und ein Holz dürfen wir nicht einbetonieren. Und die Säule kommt hier raus und normal stellt es ein Stahlrohr rein und das wird dann einfach mit in die neue Dammkrone einbetoniert. Die Säule sitzt. Jetzt fehlen bloß noch oben zwei Schrauben und unten ein bisschen Schweißnaht und dann können wir Schallung bauen. Da haben wir mal meine Kirne. Wir haben heute was vor, meine Lieben. Heute ist der Lucky da. Klauenpflege steht heute an. Wir müssen jetzt die Damen die Weide früher räumen, damit wir ihnen dann die Füße schön machen können. Aber die Damen haben noch nicht so wirklich Bock. Ich war jetzt gerne eine Stunde rausblind. Ah, rein mit euch! Hopp! So eine Kuh ist ja grundsätzlich ein neugieriges Tier. Jetzt sehen die alle da ein Auto und Hänger. Und das muss natürlich ganz genau angeschaut werden. Da muss ja jede schauen, ob das nicht gefährlich ist. So, rein mit dir! Komm, Corona geht's. Ja? Und rüber mit euch! Hopp! Auf geht's! So, wir haben uns jetzt schon mal ein paar Kandidaten reingetrieben und jetzt geht's los. Die erste Kuh in Klauenstamm. So, jetzt ist doch gar nicht so kompliziert. So, Klappe zu, fährt der ganze Klauenstamm hoch. Die Kuh fängt zu fliegen an. Die Füße werden fixiert. Einer nach dem anderen. So.
Wir dann halt regelmäßig bei den Kühen die Klauen pflegen lassen, damit sie wieder sauber unterwegs sind und gut laufen. Weil man sagt ja nicht umsonst, die Füße tragen die Milch oder die Füße tragen das Geld. Und ja, da sind wir also alle 9 oder 10 Monate ist der Lucky da zum Klauen schneiden. Und dann werden bei den Damen wieder die Füße schön gemacht, dass sie wieder sauber auf den Beinen stehen und gut laufen können. So, natürlich alles ganz furchtbar. Und Mädels, sie hat es überlebt, es ist alles in Ordnung. Sag einmal bei Fuß. Mädel, komm. Komm zum Bauern, da geh her zu mir, komm. Da geh her. Das mag heute halt nicht jeder da rein. Oh. Komm, geh zur Mädel. Und schon ist sie gefahren. Hinten der Segel zu. Stand hoch. Kuh fängt fliegen an. Und die nächste. Ja, jetzt bei den Jungen, da schaut es gar nicht so schlecht aus. Halt mal die Tassen still. Also meistens sind es halt hier die Außenklauen, weil die Außenklauen einfach mehr Hornwachstum haben. Und die haben da jetzt einfach zu viel drauf und die werden hauptsächlich die Außenklauen zurückgefräst und ein bisschen hübsch gemacht. Aber ihr seht es selber, die haben tadellose Füße, alles schön weiß. Direkt langweilig. Ja, warte noch, da kommen schon andere. Ja, und schon habe ich den Scheißträger an die Fers. Es muss ja sein. Mit kurzen Hosen geht man einfach nicht ins Stall. So. Und jetzt haben wir es gesehen, da soweit. Und ich kümmere mich um die Baustelle, weil zu viert müssen wir da nicht um den Klauenspann rumstehen. Jakob und Thomas bearbeiten Lucky zu. Und ich werde Schalung bauen. Jetzt haben wir hinten schon mal USB-Platten hingeschraubt und lauter Löcher gebohrt mit Baueisen. Und jetzt, während die anderen beim Klauenschneiden sind, bin ich hier oder werde mich ich hier verkünsteln und da vorne eine vordere Schallung basteln und dann schauen wir mal, wie das geht. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das, also befestigen weiß ich schon, aber wie ich das da alles mache, aber ich werde es irgendwie hinbringen und dann schauen wir weiter. Das ist halt alles nicht so einfach, weil die ganze Dammkrone oder die ganze Mauerkrone nicht gerade ist. Alles buckelt, Steigungen drin. Aber ich denke mal, jetzt die zwei schwierigsten Platten habe ich geschafft. Das ist auch angedübelt und abgespreizt da drin. Und vielleicht nochmal ein Spannschloss da in die Mitte reinsetzen auf der Seite. Aber schauen wir mal. Wird schon. Schön langsam komme ich vorwärts. Aber es ist noch eine ganze Ecke, bis ich da vorne bin. Aber jetzt kann ich hier mit ganzen Platten arbeiten. Warm ist, da brennt jetzt voll die Sonne her. Aber ich bin soweit fertig mit meiner Schallung. Jakob setzt da noch ein paar frisch. Und dann können wir am Freitag
oder so betonieren. So, der Stand steht wieder auf dem Anhänger. Und der Lucky ist beim Waschen von seiner ganzen Gerätschaft. Ja, das war ein erfolgreicher Tag. Alle Kühe klauen geschnitten, haben alle wieder schöne Füße. Nimm die Kamera aus der Hand. Warum? Schluckst du aus der Hand, sonst, Kamera weg. Sonst machst du mich nass, oder? Nimm die Kamera aus der Hand, sonst mach ich dich nass. Du, gehört bei dem Wetter da, jetzt hätte ich gar nichts dagegen. Ich glaube, dass die Schibombo das nicht. Ja. Lehrling für keine Stunde. Ja, der Lehrling hat aber den besten Platz, gell? Der stellt sich in den Schatten und lacht recht dreckig. Unsere Schallung ist fertig. Alles sauber hergerichtet. So schaut es jetzt von innen aus. Jetzt werden wir die noch mit dem Gartenschlauch ausspülen, dass der Bohrstaub weg ist. Und die alte Betonwand feucht ist, damit sich der frische Beton besser mit dem alten Beton verbinden kann. Und dann füllen wir das aus. Die vordere Kante haben wir auf Maß geschnitten. Also so voll soll die Schallung werden. Und da seht ihr schon, da müssen wir fast nichts drauf betonieren. Und hinten aber richtig massiv. Und jetzt richten wir mal die erste Mischung her und dann schauen wir mal, wie das wird. Also ab dann auch, aber erstmal vierig. Gut. Nicht so hastig. Nein, lass mal vor, weil das Zeug ist so zart. Gut. So, jetzt müssen wir mal das Werk hier begutachten. Jakob mit seinem Meisterstück. Aber die Schalung ist von mir. Na, die Wand schaut da schon ganz gut aus. Das ist auf jeden Fall eine Wandkrone, mit der man arbeiten kann, auf der man laufen kann. Und während der Jakob jetzt hier noch fertig macht, da ich den Restbeton noch verarbeiten. Da haben wir noch kleine Löcher zum Füllen. Und da Mischer waschen und Radlader waschen und Schafen waschen. Und dann glaube ich, haben wir uns unser Mittagessen verdient, oder? Ich dachte, die Betonhalbe. Die Betonhalbe, die gibt es Mittag dann zum Essen. Das ist wie Weihnachten, wenn man so eine Schalung auspackt. Jetzt schauen wir mal, ob es eine Bescherung ist oder eine schöne Bescherung. Also schlecht schaut es doch gar nicht aus. So, die Wand ist ausgeschalt. Schaut soweit ganz gut aus. Wir haben halt ein paar einzelne Sachen, wo wir so Kiesnester haben, wo es nicht ordentlich verdichtet war. Ja, ich weiß, die Rüttelflasche. Ja, für den Job hätten sie wirklich gebraucht. Aber gut, sie ist auf jeden Fall besser, wie sie vorher war. Und da werden wir halt die sparen Sachen. Das ist halt gerade dieser Übergang, wo es so eng ist, wo es halt nicht so schön ist. Aber da gibt es ja gute Betonspachtelmassen, da werden wir das einfach zerspachteln. Und dann ist das gut. Die Wand an sich
Schaut gut aus, schaut solide aus. Wir haben nicht viel Lufteinschlüsse drin. Alles wunderbar. Kante haben wir noch ein bisschen genommen, dass die Folie nicht immer aufreißt oder nicht so schnell kaputt geht. Baueisen sind abgeschnitten. Ja, das heißt, schon langsam kann der zweite Schnitt kommen. Mal sehen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es uns einen Daumen hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.